1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu unserer Freitagnacht-Ausgabe. Wie immer eine Freitagnacht. Und wie immer sage ich zu euch, wenn ihr Lust habt, mit mir zu reden, egal über was, dann ruft an. Ruft diese Nummer hier an, eine kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Christel. Und Christel ist 66 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christel. Ja, um was geht's bei dir? Ja, ich habe folgendes Problem. Ich bin 66 Jahre alt und ich bin seit fast 5 Jahren verwitwet. Mhm. Und ich habe vor 2 Jahren einen Mann kennengelernt über eine Kontaktanzeige, die ich aufgegeben habe. Ja. Und ich habe mich in... Dieser Mann ist 13 Jahre jünger als ich. Mhm. Und... ja, und ich habe also, er hat also immer gewusst, dass ich einen Partner suche und er hat mir auch gesagt, dass er alleine ist, dass er geschieden ist, aber was mich stutzig gemacht hat, ich habe nie eine Adresse gehabt. Ich habe zwar gewusst, dass er also irgendwo in Sachsen-Anhalt wohnt, mhm, aber der Ort hat nicht gestimmt und der Name hat nicht gestimmt und was ich später rausgefunden habe, und dann habe ich auch später rausgefunden, dass er noch verheiratet ist. Oh. Jetzt habe ich aber dieses Problem, dass... Oder stopp, lass mich fragen, wie hast du das rausgefunden? Ja, hast du jemanden Detektiv hinterher geschickt? Ja, es ist oder? So, also wenn man lügt, muss man ein gutes Gedächtnis haben. Allerdings, ja. Und ich habe, also es waren da immer so kleine Unstimmigkeiten und dann, mhm, hat mich das stutzig gemacht, dass ich nie eine Adresse hatte. Ja. Und die einzige Verbindung zwischen uns war immer nur das Handy. Mhm. Aber ihr habt euch auch getroffen. Ja, er ist immer zu mir nach Berlin gekommen. Ah ja. Mhm, ja. Und wie bist du ihm dann auf die Schliche gekommen? Ja, also irgendwann, weiß ich nicht. Man hat vielleicht immer mal so ein Gefühl, halt, mhm, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und dann, da ich wusste, wo er arbeitete, also das ist eine Filialkette, mhm, ja, da habe ich mich eigentlich mal ans Telefon gehangen und habe rumtelefoniert. Achso, dann warst du die Detektivin. Ja, und da bin ich so nach und nach bin ich so dahinter gekommen. Verstehe. Und dann habe ich ihm was auf den Kopf zugesagt, mhm, und dann hat er den Rest zugegeben. Aha, also, als du das so da peu à peu rausbekommen hast, ja, war doch bestimmt ernüchternd für dich. Es war sehr ernüchternd. Wie lange lief denn euer TTT da schon, als du das rausbekommen hast? Also es ist so, dass ich muss dazu sagen, dass wir uns beide sehr gut verstehen. Mhm. Also, nee, die Frage war, wie lange ihr schon miteinander in Kontakt wart, als du das rausbekommen hast, dass er verheiratet ist. Da waren wir schon, im Moment, jetzt muss ich nachrechnen, fast 10 Monate in Kontakt. Das ist schon eine ganze Menge. Ja. Das ist eine ganze Menge. Ja. So, die ganze Geschichte läuft jetzt fast zwei Jahre. Ja. Er ist 13 Jahre jünger, ist in einer Ehe, in einer festen Beziehung und hat quasi dich so nebenher als Freundin. Ja. Und zwar... Und du bist aber groß verliebt in ihn? Sehr. Und es ist so... Und würdest wahrscheinlich, gerne mit ihm ganz und gar auch zusammen sein? Ja, würde, mhm, ich gerne. Was sagt er? Was gibt er dir denn? Gibt er dir eine Perspektive? Also, ich weiß immer nicht, ob ich ihm das glauben darf. Mhm. Es ist natürlich so, in diesem Alter, er sagt zwar immer zu mir, er möchte zu mir nach Berlin ziehen. Ja. Aber in diesem Alter ist es natürlich schwierig, wenn er seinen Arbeitsplatz, mhm, aufgibt, wieder was Neues zu finden. Was sagt er denn über seine Ehe? Dass er seit über 20 Jahren keinen sexuellen Kontakt mehr mit seiner Frau gehabt hat. Warum ist er denn dann überhaupt mit seiner Frau noch zusammen? Weil er in einem sehr kleinen Ort wohnt, also praktisch ein größeres Dorf oder eine kleine, mhm, Stadt. Und weil jeder jeden kennt und... müde Ausreden. Ausreden, sicherlich. Müde und Ausreden. Weil er, also, naja, also er sagt, er ist ein sehr pflichtbewusster Mensch, also sagt er jedenfalls, und er wollte sie eigentlich auch nicht... Mhm. Ich weiß es nicht. Für mich ist es immer alles nicht so nachvollziehbar. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufes, Christel? Der Grund ist der, dass
wir beide uns, also ich zumindest, ihn sehr liebe. Mhm. Und wir beide uns auch, was das Sexuelle angeht, uns sehr gut verstehen. Ja. Also zwischen uns beiden stimmt die Chemie einfach. Ja. Und ich weiß auch, dass er mich liebt, aber ich bin also irgendwo, ich habe mich auch zwischenzeitlich mal ein Vierteljahr von ihm getrennt, weil ich einen anderen Mann kennengelernt habe und weil ich gemerkt habe, das ist es nicht, das kann ich nicht und bin dann wieder zu ihm zurück. Das heißt, ich hatte ihm das auch erzählt und er hat gesagt, also, ich verstehe das so, wie du es jetzt erzählst, ja? Dass du letztendlich unzufrieden bist mit der Situation, ja? dass er nicht zu dir steht und dass er nicht wirklich zu dir kommt. Ja. Er hat, wie er sagt, eine nicht funktionierende Ehe. Ja. Da wäre es ja eigentlich logisch zu sagen, wenn er da eine neue Frau hat, ja, wo es gut funktioniert, wo die Sexualität, ja, du sagst, der Sex klappt auch wunderbar, ja, zu sagen, okay, komm, ich muss ja vielleicht nicht direkt dahin ziehen, aber wir entscheiden, dass wir zusammen sind. Ja. Das wäre für dich wahrscheinlich schon ein tolles Signal. Ne? Ja. Ja, ja. Er sagt, dass er in seiner Ehe seit 20 Jahren keinen Sex mehr hat. Ja. Sagt er denn auch, was für ein Gefühl er noch für seine Frau hegt? An und für sich Gefühl wie Bruder und Schwester. Mhm, ja. So, hast du ihm das denn jetzt mal so richtig klar, hast du ihm das hingelegt? Hast du gesagt, hier pass auf, das zermürbt mich eigentlich, die Situation. Ja, das habe ich ihm gesagt und darum hatte ich auch Anfang des Jahres oder im Frühjahr mit ihm Schluss gemacht, weil ich diese Situation nicht mehr ertragen habe. Du bist so ein bisschen fünftes Rad am Wagen. Ja. Irgendwie schon, ne? Ja. So, wie es dem Herrn in den Kram passt, kommt er dann zu dir nach Berlin und ja, dann geht die Post ab. Ne? Ja. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich mit einem anderen Mann, also dass ich ihn einfach nicht aus dem Kopf rausgekriegt habe. Ja, klar. Wenn man jemanden lieb hat. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man auch noch tolle Sexualität erlebt. Ja. Wie lange warst du verheiratet vorher? 38 Jahre. Wenn du die Sexualität vergleichst mit deinem Mann, mit deinem ehemaligen Mann und jetzt mit dem neuen Freund? Dann muss ich sagen, ist die Sexualität so jetzt mit meinem Freund wie mit meinem Mann, als wir beide jung waren. Ach, das ist natürlich eine tolle Erfahrung. Ja. Die will man auch nicht missen, ne? Ja, das ist eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, das ist in meinem Alter empfinde ich das als Glück. Mhm. Das finde ich auch. Und das ist sicher auch eine tolle Sache. Ja. Andererseits darf man sich wegen dieser Sache und wegen dieses Glücks natürlich auch nicht zum Sklaven von jemandem machen. Ja. Ja? Und du musst ja auch deine Achtung behalten, ja, deine Achtung vor dir selbst. Ja. Und so wie du alles jetzt erzählt und erklärt hast, höre ich da wirklich raus, dass du zutiefst unzufrieden bist. Ja. Und das Gefühl auch hast, dass der Mann dich nicht genügend achtet. Ja, und vor allen Dingen ist es so, weil er mich auch immer wieder vertröstet hat. Mhm. Ja. Weil er immer wieder gesagt hat, er hört da auf zu arbeiten, er sucht sich hier in Berlin Arbeit, aber es ist nie passiert. Also Hinhaltetaktik. Ja. Mhm. So als Außenstehender, wie du das jetzt erzählst, muss man eigentlich sagen, Christel, sei vorsichtig, hab die Augen weit auf, die hast du schon auf, das habe ich schon im Gefühl. Muss man eigentlich von außen sagen, geh auf Distanz. Und wenn es bedeutet, letztendlich trenn dich von dem Mann. Weil wenn er so lange jetzt schon zögert und nichts Wirkliches, Überzeugendes von ihm kommt, dann kannst du es auch vergessen. Dann bist du die sein Betthäschen. Ja, ja, sicherlich. Das sage ich mir ja alles auch. Ja. Und das ist auch, wollen wir mal sagen, mein Bauch sagt mir... Ja, verstehe. Ja, also da kämpft die Vernunft mit dem Gefühl. Also ich kann dir jetzt auch nur vernunftsmäßig etwas sagen. Ja. Letztendlich musst du natürlich ganz alleine für dich, was dein Gefühl, was deinen Bauch anbelangt, das dann tun oder umsetzen. Ja. Ne? Als Außenstehender kann man da, man kann so seine Meinung dazu sagen, aber man kann natürlich nicht, wirklich helfen kann man nicht. Mhm. Du wirst dir einen Reim drauf machen, was du selbst denkst und was ich jetzt gerade gesagt habe und irgendwas wird daraus resultieren nach einer gewissen Zeit. Ja. Ich würde sagen, Hände weg von dem Typ. Du hast es jetzt genossen, auch mit der Sexualität. Du bist eine vitale Frau. Ja. Vielleicht ergibt sich auch nochmal was Neues. Ich meine, du hast es ja schon einmal versucht. Ja. Da hat es nicht geklappt. Vielleicht, hat nicht geklappt. Ja, aber vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ja.
Ja, vielleicht. So muss man es ja sehen. Sonst gibt man ja gleich auf, wenn man pessimistisch angeht. Ja. Naja, ich bin ja schon sehr optimistisch, aber wollen wir mal so sagen, irgendwie, manchmal verlässt mich der Mut oder manchmal, und wenn er denn wieder anruft und wenn er denn wieder so lieb ist und alles, dann sage ich, ach Gott, es wird doch alles wieder gut. Dann hat er dich wieder um den Finger gewickelt. Ja. Mhm. Ja, ja. Also Christel, ich habe dir meine Meinung klar gesagt. Ja. Ich hoffe, dass du etwas rausziehen kannst und für dich eine gute Entscheidung wirst fällen können. Ja. Schöne Grüße nach Berlin. Danke, ich rufe vielleicht mal wieder an und sag Bescheid, was draus geworden ist. Mach das, alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So ihr Lieben, 0800 220 50 50 Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer, kostenfreie E-Mail-Adresse natürlich auch, domian@wdr.de oder Faxnummer 0800 220 50 51. Wir haben freie Themennacht, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann macht das, dann telefoniert und wählt die gerade gesagte Nummer, die auch Bernd gewählt hat. Bernd ist 33 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Bernd. Hallo. Um was geht's bei dir, Bernd? Ja, bei mir geht's darum, ich bin seit knapp einem Jahr HIV-positiv. Mhm. Weiß, dass ich HIV-positiv bin. Ja, und das irgendwie hat das Ganze mein Leben auf den Kopf gestellt. Mhm. Wie ist es rausgekommen? Durch eine Routineuntersuchung oder? Nein, es ist durch eine Krankheit. Ich hatte eine Krankheit und dann musste ich ins Krankenhaus. Es war eigentlich Verdacht auf Gehirntumor. Mhm. Und dann hat sich festgestellt, dass es doch kein Gehirntumor war, sondern eben eine HIV-typische Krankheit. Ja, das heißt also, die Krankheit ist schon, ist es ausgebrochen, das Virus? Ja, es ist ausgebrochen. Ja, ja. Davon hast du dich aber von der Krankheit wieder erholt? Ja, von der akuten Krankheit wieder erholt? Ja, ich habe mich davon wieder erholt. Bist du schwul? Ja, ich bin schwul. Kannst du rekonstruieren, wo du es dir geholt hast? Nein, das weiß ich leider nicht. Hast du denn oft ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt? Nein, ich habe eigentlich nicht sehr oft ungeschützten Verkehr gehabt. Bin mir dessen nicht bewusst. Mhm. Also ich bin eigentlich, ja, mein Coming-out hatte ich in den 80ern sozusagen, Ende der 80er. Ja. Und da kam damals schon AIDS das Thema hoch. Und ja, natürlich. Und wie? Ja, und da bin ich schon vorsichtig gewesen und eigentlich immer mit Kondom. Das war ja die Zeit, als die größten Aufklärungskampagnen überhaupt liefen. Ja, genau. Ja. Und ja, entweder war es einmal, ja, irgendwann mal, wo ich wirklich leichtsinnig war oder, ja. Also es gibt schon einige Möglichkeiten, wo es hätte passieren können, aber du kannst es nicht genau rekonstruieren. Nein, nein. Bist du in einer festen Beziehung im Moment? Ja, im Moment ja. Wie, auch schon voriges Jahr, als es quasi herauskam? Ja, da war ich auch in einer festen Beziehung. Wie hat dein Freund darauf reagiert? Mein Freund hat sehr gut darauf reagiert. Der hat mich damals auch sehr unterstützt. Mhm. Macht es auch immer noch. Das ist jetzt so mein Ex-Freund. Mit dem bin ich nicht mehr zusammen. Ach so. Aber du hast schon wieder einen neuen Freund? Ja, ich habe jetzt einen neuen Freund. Ja, und der weiß davon auch? Der weiß auch, dass ich positiv bin. Ja. Wie hat das Miteinander verändert? Beispielsweise in deiner alten Beziehung, nachdem klar war, du bist HIV-positiv. Geht man da vorsichtiger miteinander um? Erstens geht man natürlich vorsichtiger miteinander um. Und zweitens hatte ich nicht mehr so richtig Lust auf Sex. Mhm. Oder der Sex ist bei mir sowieso irgendwie jetzt, ja, eine vollkommen andere Sache. Also es ist für mich so, ja, ich habe Gift in mir, sage ich immer. Und ja. Wie geht dein neuer Freund jetzt damit um, wenn du da so gebremst bist und verhalten bist in Sachen Sexualität? Er geht da ganz gut mit um. Mhm. Also wir haben auch Sex miteinander, aber eben nicht so, wie es bei Frischverliebten eigentlich üblich wäre. Wie wirst du denn im Moment therapiert? Mit so einer Kombinationsgeschichte aus verschiedenen Medikamenten? Ja, ich bekomme eine Kombitherapie. zweimal täglich muss ich insgesamt 11 Tabletten nehmen. Ja. Und ja, ich vertrage diese Therapie jetzt sehr gut. Ich habe zum Anfang eine andere Therapie gehabt. Das heißt, dass es dir körperlich eigentlich ganz gut geht?
körperlich geht es mir ganz gut, aber ja. Aber seelisch nicht? Seelisch absolut nicht, ja. Nein. Kannst du das noch klarer und genauer sagen, was dich hauptsächlich seelisch belastet, was dich am meisten zermürbt, kaputt macht im Moment? Die Ungewissheit. Mhm. Die Ungewissheit. Es ist so, man weiß es, oder ich weiß es, ich habe jetzt ja ein Todesvirus. Das ist ja immer noch ein Virus, was nicht bekämpft werden kann. Ja. Man kann die Krankheit und alles Weitere unterdrücken, aber man kann es ja immer noch nicht heilen. Ist das die permanente, letztendlich eine permanente Todesangst? Ja. Dass man sich vorstellt, das kann jeden Tag, kann es ausbrechen? Ja. Und es kann sein, dass das vielleicht mein letztes Jahr ist oder der letzte Monat vielleicht unter Umständen. Es ist, ich sag's jetzt mal, bei jeder Festivität oder sonst was, die ansteht, freue ich mich wirklich sehr drauf und denke dann immer, oder vielleicht, ich kann auch sein, dass es im Unterbewusstsein so ist, ich feiere dann, als ob es mein letztes Mal ist. Es ist einfach diese tierische Angst und gar keine Perspektiven mehr. Ja. Gelingt es dir denn, mit dieser Angst im Nacken auch noch Dinge wirklich zu genießen? Also als ich jetzt einen schönen Sommerabend oder eine Reise oder weiß ich was. Oder ist das alles so panisch, wie du es gerade mit der Feierei beschrieben hast, dass man irgendwie alles ganz unbedingt noch mitnehmen will? Gibt es noch Momente und Gefühle des Glückes und der... Ja, das schon. Also ich kann noch sehr viel genießen. Mhm. Das merke ich schon. Also gerade jetzt so diesen Sommer über. Der Sommer, der war ja sehr schön und ich konnte viele schöne Sommerabende genießen. Ja. Auch und auch jetzt so den Herbst. Da kann ich viele Tage genießen. Gibt dir denn die neue Liebe, die du hast, nicht auch einen sehr großen Kraftschwung, eine Kraftzufuhr? Ja, gibt sie mir auch. Also mein Partner, der unterstützt mich da auch sehr gut und steht da auch zu mir und versucht mich zu unterstützen, soweit es geht. Aber ich habe das Gefühl, ich mache manchmal auch dicht oder ich lasse gar nicht so viel an mich ran. Ja. Und wie ich hast du Angst, dass du vielleicht auch sogar die Beziehung gefährdest, weil du eben so zumachst und vielleicht auch eine schlechte Stimmung oder eine depressivere Stimmung verbreitest in der Beziehung? Ja, klar. Hast du denn Kontakt mit gleich Maßnahmen getroffen? Ja, ich bin in einer Gruppe. Mhm. Der AIDS-Hilfe? Ja, der AIDS-Hilfe. Ja. Hilft dir das denn nicht ein wenig, dass du da... Das hilft mir schon. Mhm. Aber es ist immer wieder, das sprechen wir auch in der Gruppe. An solchen Tagen oder Momenten, da hilft es einem, wenn man Kontakt untereinander hat. Ja, wenn du damit alleine bist zu Hause. Ja, genau. Aber dann ist man wieder allein zu Hause. Du hast aber keine psychologische Betreuung. Im Moment nicht, nein. Ich hatte eine psychologische Betreuung. Aber da hatte ich das Gefühl, ja, irgendwann, das brachte mir nichts. Irgendwie, ich habe da keinen Weg gesehen irgendwie. Ja. Man muss natürlich auch wollen, ne? Ja, ich wollte auch und ich will auch. Mhm. Ich will auch, dass man mir hilft oder dass mir geholfen wird. Dann wäre ja wahrscheinlich der allerbeste Weg, Bernd, wenn diese eine psychologische Betreuung nicht gefruchtet hat, dass du nochmal den Versuch unternimmst und dir einen anderen Psychologen suchst. Es liegt ja oftmals an der Person, mit der man es zu tun hat. Ja. Und wenn da die Chemie nicht gestimmt hat, dann geht's halt nicht. Ja, das kann sein. Weil es gibt ja nun sehr, sehr viele Menschen, HIV-Positive, die in der gleichen Situation sind wie du. Und dank der Kombinationstherapie ja eigentlich ganz gut leben können. Ja. Und die, ich kenne einige Menschen, die in dieser Art betroffen sind, die sehr positiv an das Leben rangehen und nicht so traurig sind wie du. Ich versuche es auch immer wieder. Ich versuche mein Leben auch positiv zu sehen. Mhm. Und will es auch. Aber irgendwie manchmal, das bremst einen oftmals. So, ich möchte, dass du jetzt ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Okay. Mit dem Ziel, dass sie dir vielleicht auch noch ein paar konkrete Tipps gibt für die Suche oder für eine effektive Suche nach einem neuen Psychologen. Ich glaube, dass das der wirklich richtige Weg ist. Okay. Ansonsten gibt es ja eine ganze Menge Freude, sich zu freuen. Du hast einen Freund, einen neuen Freund. Ja. Dir geht es körperlich ganz gut. Ja. Du kannst Sachen genießen, Stichwort schöner Sommer und so weiter. Ja. Das muss man ja auch sehen, ne? In allem Unglück und allem Leid. Ja, richtig.
Jetzt legst du auf und wir, das heißt Elko ruft dich zurück. Okay. Und alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Bernd. Und hier ist Lena. Und Lena ist 40 Jahre alt. Hallo. Was gibt's da zu lachen? 40 Jahre alt? Ich bin 25. Du bist 25? Ja. Ja, was steht denn hier auf meinem... Ja, das ist dann ein bisschen spaßig. Ja. Also Lena, 25 Jahre alt. Ja, richtig. Gut, unser Thema. Ja, mein Thema ist SM. SM? Ja. Und zwar, ich betreibe das noch nicht lange. Wissen eigentlich alle Leute, was SM heißt? Man setzt das immer so voraus, ne? Sadomasochismus. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Das sind kleine versaute Spielarten beim Sex. Ah, und da geht's schon mal ein bisschen brutal zu, ne? Sicher. Der eine langt zu und der andere sagt, lang noch mehr zu, ja, ne? So in der Richtung. Sicher, genau. So, unsere Lena ist also in Sachen SM interessiert. Genau, ja. Seit kurzem? Seit kurzem, also seit ungefähr einem Jahr. Ja. Und zwar habe ich eine Freundin kennengelernt, ich stehe auf Frauen. Ja. Und habe eine Anzeige geschaltet und habe sie über die Anzeige kennengelernt. Mhm. Und sie ist selber Domina und hat einen eigenen Laden. Und das wusste ich dann auch. Also wir haben dann uns erst am Telefon unterhalten. Ja. Und haben uns irgendwann getroffen. Und ich war halt auch interessiert daran. Wie alt ist sie? Sie ist 26. Ja. Und ja, dann haben wir halt auch eine Beziehung geführt und da konnte ich das dann auch das erste Mal ausleben. Also so schnell ging das? Gleich dann getroffen, dann Beziehung geführt? Ja. Also verliebt? Verliebt. Wirklich verliebt? Ja. Und das ist ja interessant, das hat man ja auch nicht immer. Ja. Das heißt, kombiniert, da ist es gelungen, eine Verliebtheit zu erleben, richtig, und diese Sexualität, diese harte Sexualität auszuleben. Ja. Richtig. Sie ist Domina, du bist devot. Richtig. Klingst gar nicht so. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, du bist, ja, ich hätte gesagt, du bist die Domina. Nein, also ich lasse mich festmachen und ich stehe auch auf Schmerzen. Ja. Und ja, das hat sich auch voll ausgelebt und ich habe es genossen. Erzähl mir mal bitte, wie es in Lesbenkreisen SM-mäßig zugeht. Ist das genauso wie in Heterokreisen? Also ich denke mal, das ist auch ein bisschen härter. Noch härter? Also Frauen unter sich, die sind schon ganz schön hart. Ehrlich? Ja. Was ist das Härteste, was deine Freundin mit dir gemacht hat? Das Härteste, was meine Freundin mit mir gemacht hat, also sie ist, ich sag mal so, sie ist vorsichtig. Also sie hat mich auch langsam rangeführt, weil ich halt keine Erfahrung hatte in dem Bereich. Ja. Und da ich aber auf Schmerzen stehe und sie hat eine Ausbildung als Arzthelferin. Praktisch, ja. Und hatte auch Kanülen da und Nadeln und das Härteste, was ich eigentlich erlebt habe, waren eine Nadeln durch die Brustwarzen. Mhm. Und das war das Härteste, also, ja. Also, wie stellt man sich das vor? Du liegst dann da irgendwo, lagst da irgendwo? Ja, ja. Nackt? Ja. Nackt. Sie, wahrscheinlich in so einem Lederoutfit oder so? Ich war ganz nackt. Sie in einem Leder? Ja. So, dann hat sie dir fachmännisch die Nadeln durch die Brustwarzen gesteckt? Ja. Und dann? Ja, und dann ging es weiter und dann kriegt man halt den Arsch versohlt. Oder während die Nadeln in der Brustwarze sind? Ja, und dann wird man halt so geil gemacht, dass man eigentlich nicht mehr kann, aber sie zieht das halt auch alles raus. Blutet das nicht? Das blutet. Und währenddessen macht sie noch andere Sachen? Ja. Und dieser Schmerz, dieser doch sehr heftige Schmerz, ja, macht dich geil. Genau, ja. Endete das Ganze denn dann auch in einer direkten Sexualität, also dass ihr beide zum Orgasmus gekommen seid? Nein, also sie hat mich befriedigt und ich habe sie befriedigt danach. Ja. Ja, weil sie das selber ja auch aufgeilt, dass ich so leide unter ihren Händen und hinterher habe ich sie befriedigt, ja. Mit dem Mund? Mit dem Mund oder mit dem Dildo oder, ja. Wie lange dauert dann so eine Session? Ja. Lange, ne? Lange Stunden, ja. Das dauert halt schon die ganze Nacht. Also dann ist Mann oder in dem Fall du bist du doch völlig, völlig am Ende danach, ne? Ja, sicher. Erschöpft? Ja, und schon. Schon. Ja, soweit zu der Praktik. Hast du die Freunde noch? Leider nicht mehr. Wir haben Telefonkontakt, aber ich habe leider die Freunde nicht mehr, nein. Wie lange hat das gedauert, die Beziehung? Ein Jahr. Doch, ein Jahr, das ganze Jahr. Ja. Und nun bist du auf dem freien SM-Markt, oder? Ja, und ich bin immer auf der Suche nach Frauen, die halt die dominante Ader haben und ich die Devote bin. Ja. Es ist aber sehr schwierig, Kontaktanzeigen, Leute kennenzulernen, weil bei den meisten Kontaktanzeigen ist das so, dass man halt die ganzen Praktiken auch nicht benennen darf. Mhm. Oder das ist halt verboten.
drum muss ich das halt so irgendwie rausfinden und ich gehe nicht direkt in die SM-Szene rein, sondern das war ja auch im privaten Bereich, das war in ihrem Haus alles. Aber da gibt es doch bestimmt auch so eine Lesben-Subkultur, ne? Wo man so einen sicher, also ihre, auch ihre ganzen Freundinnen, das sind halt auch Dominas und auch meistens Lesben. Sag mal, wenn man mit einem solchen Menschen eine Liebesbeziehung hat, also mit einer Domina, wenn dann so eine krasse Session vorbei ist, wo sie dich wirklich gequält und geprügelt hat und du voller Schmerzen das hast alles aushalten wollen, nicht müssen, sondern wollen, danach geht man dann zärtlich ins Bett und kuschelt miteinander oder wie läuft das? Das macht man. Ja, das haben wir gemacht. Ja. Und tagsüber geht man auch ganz normal miteinander um oder hast du tagsüber auch schon mal eine gescheuert bekommen? Also tagsüber, sie macht das ja auch rein beruflich. Also sie hat dann auch Kunden da und Kundschaft da. Und sie kann sehr schlecht die Domina überhaupt ablegen, auch vom Tonfall her. Ja, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ja. War das nur so ein Spiel in eurer Sexualität? Ja. Oder warst du quasi 24 Stunden Sklavin bei ihr zu Hause? In der Beziehung auch? Also so extrem war ich nicht Sklavin, dass ich 24 Stunden da irgendwie unter ihr war. Mhm. Also wir haben auch normal am Tisch gesessen und über Gott und die Welt erzählt, als ganz normale Freundin. Aber sie hat schon so gesagt, da geht's lang. Ja, schon. Sie war immer die Dominante. Ja. Wenn sie Pizza essen wollte, dann wurde Pizza gegessen. Ja. Ne? Also, ja, schon, ja. Es ist für mich immer so schwer nachzuvollziehen, dass einem das Lust bereitet, dann immer in der devoten Rolle zu sein. Kannst du das erklären? Ich glaube, irre schwer zu erklären. Ist schwer zu erklären, denke ich auch. Also ich habe das ausprobiert, die andere Rolle zu übernehmen. Habe auch ihre Klamotten angezogen, aber ich krieg's, also das ist gar nicht mein Ding. Bist du denn in deinem normalen Leben eher so eine taffe Frau, wo man das gar nicht vielleicht vermuten würde, dass du sexuell... Ja, ich habe es mir doch gedacht. Ja, schon. Was machst du beruflich? Was ich beruflich mache, Raumausstatterin. Eine selbstbewusste Frau, die weiß, wo es lang geht. Ja, sicher. Ja. Und wenn der Beruf und alles vorbei ist, dann legt sie sich gerne auf den Boden und lässt sich durch die Brustwarzen Nadel stechen. Ja. Ja. Hast du für dich so autopsychologisch, sage ich mal, eine Idee, woher das bei dir rührt, dass du so gestrickt bist? Also ich denke mal, ich habe da so eine Vermutung, die Beziehung zu meiner Mutter wird eine Rolle spielen. Ja. Und zwar ist sie eine sehr dominante Frau. Total. Also ich komme auch gar nicht klar mit ihr, so dominant ist sie. Mhm. Und ich denke mal, daher kommt das auch, ja. Und die Leute suchen sich dann immer wieder andere dominante Personen, um sich unterzuordnen. Und das ist stark ritualisiert alles. Ne? Ja. Vor einem Jahr darauf gekommen. Ja. Hast du denn früher auch schon mal solche Affinitäten in dir gespürt? Oder? Ja, also ich wusste, dass ich im sexuellen Bereich recht extrem bin und dass ich auch extreme Sachen brauche. Mhm. Und ich habe halt früh angefangen irgendwie mit Kerzenwachs-Spielchen, sowas. Was immer harmlos ist. Ne? Was harmlos haben wir ja ist? Alle schon mal gemacht. Ne? Ja. Ja. Aber dass ich auf Schmerzen stehe, das wusste ich auch. Also die habe ich mir auch selber mal zugefügt und ja. Also die Nadelnummer beeindruckt uns schon ziemlich, die du gerade erzählt hast. Mhm. Hast du in deinen Fantasien noch Dinge, Spielchen, die du gerne machen würdest, wo du dich noch nicht rangetraut hast oder die Situation hat sich noch nicht so ergeben? Nein, also was ich da gespielt habe, die ganzen Rollenspiele, die wir gemacht haben, das reicht eigentlich schon. Also ich hätte jetzt nichts, was ich nicht wüsste auszuleben. Aber für dich ist jetzt klar, das ist meine Sexualität. Auf jeden Fall, ja. Und nur Blümchensex ist nicht Sache für mich? Nee, gar nicht mehr. Ich brauche... Auch, aber nicht wirklich. Ich brauche ein knallhartes Vibe. Ne? Ja. Ne, so bist du drauf, ne? Richtig, ja. Auf jeden Fall. Ja, aber woher die Zauber, ne? Ja, das ist das Problem halt. Ich wohne ja auch nicht gerade irgendwie in einer Großstadt und da ist es schon echt schwierig. In welchem Großraum wohnst du denn? HSK. Hochsauerlandkreis. Ja, nicht weit weg von Gummersbach, ja. Da geht es so zu. Das ist vielleicht. Ja. Im schönen, sauberen Sauerland. Ja, obwohl meine Freundin nicht aus dem Sauerland kam, die wohnt schon in der Stadt. So. Ach so, ja. Ja. Also ich weiß schon, gleich klingeln bei uns die Telefone heiß. Aus dem Hochsauerland, da melden die ganzen Dominas. Ja, bitte, ne? Bitte an mich weiter. Die Lena kennenlernen wollen.
Bitte. Ja, ja, das machen wir. Ja, das machen gerne, wir. Gerne. Toll, ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, okay, Lena. Okay, mir auch. Ich hoffe, dass du viel auf deine Kosten noch kommen wirst. Ja, hoffe ich auch. Wobei, lass mich das mal sagen, ich glaube, dass das bei allen Leuten, die SM-mäßig gestrickt sind, ein großes Problem, soweit ich das beurteilen kann, die Verbindung zwischen sexueller Leidenschaft und Affinität und Liebe. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, dass das ein ganz großes Glück ist, wenn du da, wie du es jetzt einmal erlebt hast. Ich denke auch. Ich denke auch, dass das Glück ist. Ja. 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 Das wünsche ich dir, dass du es nochmal erlebst. Ich hoffe auch, von ganzem Herzen. Okay. Ciao, danke. Lena. Ja, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und jetzt begrüße ich herzlich den Joachim, 39 Jahre alt. Hoffentlich stimmt das Alter jetzt. Hallo. Hallo. Hallo, Joachim. Hallo, Jürgen. Joachim, um was geht's? Ja, ich bin Lokführer vom Beruf, ne? Lokführer? Ja, hört sich toll an. Ist aber nicht immer so, ne? Ja. Also so richtig volle Kanne bei der Bahn? Ja, du bei fährst... der Privatbahn, ne? Ach, bei der Privatbahn? Bei einer Privatbahn. Also ICE und sowas fährst du nicht? Nee, fahr mal nicht. Nee. Wir fahren Personen, Nahverkehr, ne? Ach so, ah ja. Mhm. Ja. Ja, ich habe da jetzt in 15 Monaten, da habe ich jetzt zwei Leute überfahren, ne? Was hast du? Ich habe zwei Leute überfahren, jetzt in 15 Monaten, ne? Du hast in den letzten 15 Monaten zwei Menschen überfahren? Ja, habe ich. Das war aber nicht deine Schuld, sondern die haben sich davor geworfen. Ja, klar haben die sich davor geworfen, aber es ist ja trotzdem doch so, das geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei, ne? Na, überhaupt nicht. Wie lange machst du den Job denn schon? Drei Jahre. Und dann hast du das Pech, dass in der kurzen Zeit das zweimal passiert ist? Ja, da kann man nichts machen, ne? Ist das jetzt wirklich ein böser Zufall, oder? Ja, das war jedes Mal Zufall, ne? Also, nein, ich meine, dass das sich so bald bei dir... Gibt es Kollegen, die ja schon viel länger machen, wo es noch nie passiert ist? Ja, gut, klar. Ich bin, wie gesagt, die Firma, wo ich hier arbeite, das ist eine relativ junge Firma. Wir haben alle zum gleichen Datum quasi angefangen, da zu arbeiten und auch gemeinsam dort eine Ausbildung gemacht. Ja, also gibt es da noch nicht so sehr viele Erfahrungswerte? Ja, gut, wir sind jetzt, wo ich jetzt arbeite, mit zwei Kollegen, die schon Personenunfälle hatten und ja. Was ist denn jetzt bei dir, beschreib doch mal einen von diesen schlimmen Unglücken, was ist da genau passiert? Ja, das erste Mal hat sich eine Frau vor die Schienen gelegen, das war nachts, 22 Uhr. Also sie lag schon auf den Schienen, als du ranfuhrst? Ja, sie lag auf den Schienen, ne? Gott, was macht man denn da, wenn man da vorne im Führerhaus sitzt und man sieht einen Menschen auf der Schiene liegen? Ja, man versucht halt eben die Kiste so schnell es geht wieder anzuhalten, ne? Und das funktioniert eben nicht so schnell mit dem... Ja, das geht halt eben nicht so schnell. Ich hatte 35 km/h drauf. Was nicht viel ist? Was nicht viel ist. Ich habe dann mit dem ganzen Fahrzeug die Dame überrollt. Das sind 25 Meter, plus dann noch 10 Meter weiter, oh. Bremsweg. Ja, und da kriegt man halt eben alles mit, jede Sekunde, ne? Genau die Sekunde, während du über den Menschen rüberfährst, ja, merkt man das? Das läuft wie in Zeitlupe, ne? Merkt man das? Ja, das merkt man. Ruckt das irgendwie? Das merkt man, das hört man, ja, schon sehr, sehr übel, ne? Und dann, bist du ausgestiegen? Nee, ich bin da nicht mehr ausgestiegen. Also, wer sich gegen 40 Tonnen Stahl und Kunststoff anlegt, ich meine, das ist schon irgendwo klar, was da passiert. Also das Bild wolltest du dir nicht antun? Nee, sie lag mit dem Becken lag sie über den Schienenkopf und da bin ich halt dann drüber gebombt, ne? Und das Zweite? Ja, das Zweite, das war dann auf der Hauptstrecke mit Tempo 120, der lag dann auf den Schienen. Mann? Auf der einen Seite lagen die Füße rüber, auf der anderen Seite die Hände, hat er mich noch angeguckt, da bin ich da auch rüber. Das sind jetzt heute, morgen sind es 3 Wochen her jetzt. Das war ein Mann? Das war ein Kerl, ja. Hat dich nur angeguckt? Ja, hab ich nur angeguckt, ja. Ich muss ja sagen, dass ich, also, über Selbsttötung zu urteilen, ist ein Thema. Aber es so zu machen, finde ich so mies, weil man andere Menschen mit reinreißt. Dann soll man das für sich alleine machen. Also mir geht's jetzt einfach darum, um auch mal den Leuten zu erzählen, dass es da eine andere Opfer gibt, als nur die Maschinen leben. Genau, so meine ich das, ja. Die haben mich als Waffe halt benutzt. Genau, genau. Und seitdem laufe ich nachts wie ein Gespenst durch die Gegend. Nachts kein Auge mehr zu. Ja. Fang an zu zittern. Wie ist das denn da? Gibt es denn in eurer Firma oder über eure Firma dann eine psychologische Hilfe oder eine? Ja, ich bin in einer Sozialberatung und dann habe ich noch eine Neurologin und Psychologin. Mhm. Aber trotzdem, das nimmt einem keiner ab. Ne? Nee, man nimmt es mit nach Hause und man alleine ist abends, dann kommen die Bilder wahrscheinlich hoch. Bist du verheiratet? Nee, ich habe eine Freundin.
Wohnst du mit ihr zusammen auch? Nein, wir haben getrennte Wohnungen. Also sie hat ein Haus, ich habe ein Haus. Achso, das heißt also, du bist dann öfters auch alleine? Ja. Das letzte Unglück liegt 3 Wochen zurück. Ja. Kannst du denn dann überhaupt danach, den nächsten Tag gleich wieder fahren? Nee, ich bin also jetzt im Augenblick krankgeschrieben und meine Psychologin, die will mich auch jetzt in Kur schicken. Mhm. Und im Augenblick läuft halt nichts, ne? Also. Ist es so schlimm, dass du darüber nachdenkst, diesen Job aufzugeben? Nee, ich wollte den Job eigentlich gar nicht aufgeben, ne? Also mir gefällt das so schon, ne? Nur, was soll ich jetzt sagen? Es nimmt halt eben keiner das Ganze ab. Ja. Und, könnte ich mir vorstellen, wenn man das zweimal so kurz hintereinander erlebt hat, hat man doch wahrscheinlich eine große Panik beim nächsten Mal, wenn du fährst, dass es dann schon wieder bald passiert. Natürlich hat man das, ne? Redet Ihr Kollegen so auch darüber, oder? Ja, also der Rückhalt von meinem Kollegen, der kann ich echt nur den Hut davor ziehen, also super, in Ordnung, aber die rufen jetzt noch relativ oft an, erkundigen sich über mich und ja, also ist schon etwas Zusammenhalt da. Weißt du was über diese Menschen, über deren Schicksale, warum die das gemacht haben? Ja, das sind auch so Gerüchte, die wir da von der Polizei, die ich dann höre. Aber das kann stimmen, kann nicht stimmen. Im Prinzip ist es eigentlich auch egal, ne? Interessiert einen dann letztendlich auch nicht, ne? Wenn das passiert ist. Will ich so auch nicht sagen. Also eigentlich doch schon, ne? Eigentlich doch schon. Ich habe also rausbekommen, diese Frau, die ich da befahren habe, die wurde dann auch noch an meiner Strecke, die ich befahre, auf einem Friedhof dort beerdigt. Da fahre ich auch noch jeden Tag mehrmals dran vorbei, ne? Das hast du erfahren, dass sie da beerdigt worden ist? Ja. Anfänglich habe ich diese Frau mal nachts neben mir stehen gesehen im Schlafzimmer. Glaube ich. Ja. Aber diese Frau, die Augen hast du nicht gesehen von ihr? Nee, da habe ich gar nichts davon gesehen. Nur von einem Kerl. Dadurch, dass der Kerl mich das so angeguckt hat und wie gesagt, dieses ganze Erlebnis, dieses traumatische Erlebnis ist dann wieder hochgekommen. Eigentlich sehe ich jetzt die Frau immer wieder vor mir. Ja. Sag mal, in dem Moment, wo du rübergefahren warst, bei dem Mann und auch bei der Frau, und irgendwann kam der Zug zum Stehen, dann saßt du da vorne alleine in deiner Kabine. Erstmal, ja. Hast dann irgendjemand benachrichtigt? Ja, ich habe dann die Strecke sperren lassen und habe dann meinen direkten Vorgesetzten angerufen. Aber da vergeht ja doch viel Zeit, ehe irgendwelche Leute kommen. Was geht denn da in einem vor, wenn man weiß, da liegt eine zerfetzte Leiche ein paar Meter hinter einem? Was hast du da gedacht? Es kommen erstmal Urängste hoch, richtige Urängste kommen hoch, ne? Was bei der Frau noch so schlimm war, also als ich dann stand, kam mir dann noch der Partner dann entgegen, also der auf einer Straße neben den Schienen, ne, da habe ich die Fenster noch aufgerissen und habe ihm gesagt, bleib da weg, ich habe jemanden überrollt. Da ist dann der Zug gelaufen, auf der anderen Seite wieder fuhr, du hast meine Freundin umgebracht. Und dann ist er dann in so einen Hinterhof reingelaufen, da haben die dann mit mehreren Leuten gegrillt und da sind die dann rausgelaufen. Komm, haben sich das Ganze dann angeguckt und sind dann um den Zug und wollten mich dann als schnappen. Mach auf, wir hängen dich auf. So ist das so losgegangen. Ne? Das ist ja unglaublich. Hattest du auch noch viele Gäste im Zug? Ja, da waren so 10 Gäste waren mit drin. Wie geht das in einem solchen Fall? Darfst du die Türen öffnen oder müssen die dann warten, bis irgendwie Hilfe kommt und bleiben die sitzen? Ja, also ich lasse dann nicht mal die Türe zu, weil es kann ja auch so sein, wenn die rausspringen, das ist doch eine gewisse Höhe. Also ich darf ja auf der freien Strecke keinen rauslassen. Machst du dann eine Durchsage, warum du hältst? Oder? Also das erste Mal ging es nicht. Ich habe mich einfach vorne auf meinen Führerstand vermummt, habe die Fenster zugemacht, habe die Türe hinter mir geschlossen. Das wurde mal, als ich den Kerl da überrollt habe, da bin ich nach hinten gegangen, habe die Fahrgäste, da waren nur 3 mit dem Zug, habe ich zusammengerufen und habe ich mit denen dann darüber geredet. Ja, das war eigentlich auch ein Vorteil, weil das erste Mal, als ich mich so vermummt habe, dann habe ich mich richtig eingeengt gefühlt. Also wie soll ich sagen, die Ängste sind hochgekommen, der Herzschlag ging ohne Ende, Schweiß an den Händen und totaler Schock natürlich. Ich bin ganz entsetzt darüber, dass die Menschen dir denn die Vorhaltung gemacht haben, du hättest seine Freundin umgebracht. Das kam dann aus der Bierlaune scheinbar, ne? Ja, aber. Weil die sind da runtergelaufen zu dieser Frau, hatten die Rustwürste in der einen Hand, die Bierflasche in der anderen Hand. Ich sage es ja nur, ich versetze mich in dich hinein. Da eskalierte ja das Grauen wirklich. Da kam das und das und das und dann auch das noch. Also das ist ja unglaublich. Ja, dann zwischen den beiden Unfällen hatte ich dann noch einen Unfall mit einem Wagen, der über die Schienen fuhr.
das ging dann auch relativ glimpflich aus. Mhm. Ich habe den Kran quasi nur von der Schiene runtergeboxt. Aber da kommt dann auch wieder alles hoch. Ne? Also Joachim, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass du, wenn du zweimal sowas erlebt hast und vor allen Dingen, wenn du jetzt weiterarbeiten möchtest in dem Bereich, dass du in eine psychologische Betreuung musst. Ja, das mache ich ja auch. Ne? Aber du bist nicht in regelmäßiger Betreuung zurzeit. Ja, also diese Geschichte mit der Frau, das war ja noch gar nicht abgeschlossen. Also die Frau habe ich am 11. Juni totgefahren und der Kerl jetzt am 6. 6.9. Mhm. Ja. Gut, du hast ja gesagt, dass deine Psychologin, Psychiaterin, Neurologin und was du gerade gesagt hast, die hat ja jetzt auch eingestielt, dass du in Kur kommst. Ja, das heißt, da kann dir dann hoffentlich auch etwas geholfen. Ja, es geht ja nicht nur um die Kur, das ganze Wesen ändert sich ja. Man wird ja bedeutend aggressiver, man ist direkt auf 180 so, man träumt davon. Aber hat denn deine Ärztin oder die Psychologin nicht auch gesagt, dass du eigentlich in eine richtige Therapie musst? Das gehört ja auch mit der Kur mit dazu. Das ist nicht einfach so eine Abspeckkur oder verstehe, so. Ja. Das ist ja eine Kur, das sind ja auch Feuerwehrleute und Polizisten. Ah ja, verstehe. Ich sag jetzt mal Rammstein-Opfer, so in diese Kategorie geht das rein. Ja. Ne? Ja, das ist auch sehr richtig und sehr sinnvoll, ja. Wie lange wird die dauern, weißt du das? Ja, das ist ja doch relativ offen. Das wird wohl so losgehen mit 3 Wochen und je nachdem. Ja. Aber du bist nach wie vor willens, ich frage es nochmal, weiter dann, wenn du einigermaßen stabil bist, wieder in den Beruf zu gehen. Ja, habe ich schon vor. Ne? Also ich muss auch nochmal unterstreichen, dass ich das wirklich so gemein finde, wie du auch sagtest, wenn jemand sich das Leben nimmt, dass er einen anderen Menschen mit reinreißt. Ne? Dann muss man die Größe haben, das für sich alleine zu machen, aber nicht so. Also wo ich auch das Problem dann mit drin sehe, wie gesagt, mit der Umwelt, die sieht einen dann so tagsüber da rumlaufen und denkt sich dann, oh, der hat wieder Farbe und frei und guck mal, geht's ja gut. Aber was dann wirklich in einem vorgeht, wenn dann mal weg ist und man ist allein im Bett oder allein im Haus. Das glaube ich. Ich glaube es dir wirklich. Also Joachim, ich möchte dir jetzt im Anschluss an unser Gespräch auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Das kann ja nicht schaden, da könnt ihr mal ein bisschen reden und du legst auf, die Elke ruft dich gleich an. Ja. Ich wünsche dir, dass das bald anläuft mit deiner Kur. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist, so wie du es gerade beschrieben hast. Und hab auch Respekt, muss ich dir sagen, dass du das Handtuch nicht wirfst, sondern dass du sagst, ich mache es weiter. Und, ja, gut, mit dem Handtuch werfen, das ist ja auch so in der heutigen wirtschaftlichen Lage. Klar, ist auch nicht so leicht. Das nützt ja nichts, wenn ich Handtuch werfe und Schule um bin, dann arbeitslos. Das ist ja Unsinn. Ne? Ja, manch einer wird es vielleicht noch anders sehen. Aber also, mein Lieber, alles Gute von Herzen. Alles klar. Und wir rufen dich gleich wieder zurück. Okay? Ja, danke. Tschüss, Joachim. Ja, tschüss. Ich begrüße herzlich Marie. Marie ist 45. Ja. Hallo Marie. Hallo Jürgen. Hallo Marie. Mein Problem ist folgendes. Ich habe einen Sohn, der wird jetzt 14. Und ich habe mich damals von dem Vater getrennt. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich schwanger bin. Habe dann einen anderen Mann geheiratet. Ja. Der hat das Kind auch angenommen. Jetzt leben wir in Scheidung. Und er sagt, jetzt wo wir auseinander sind, hätte er mit dem Jungen auch nichts mehr zu tun. Der Junge leidet sehr darunter. Glaubt denn der Junge, dass deine Ex-Beziehung der Vater ist? Der leibliche Vater ist? Ja, ich hatte vor Jahren, da war der Junge 5, da hatte ich mit meinem Mann gesprochen, ob es nicht besser ist, ihm das zu sagen. Und mein Mann war strikt dagegen, er wollte es nicht. Er sagte, der Junge ist zu klein. Ja. So, jetzt ist es aber so, mein Sohn, der will auch nichts mehr mit ihm zu tun haben, sagt er. Aber immer wenn das Thema kommt, dann reagiert er mit Migräne. Der Junge. So, und ja, und ich habe jetzt ein Problem, ob ich dem Jungen jetzt sagen soll, wer sein Vater ist. Und sein richtiger Vater weiß aber auch gar nicht, dass der Junge da ist. Weißt du denn noch, wo der richtige Vater lebt? Nein. Gar nicht. Den müsste ich irgendwie ausfindig machen können oder suchen lassen. Oder. Ja. Du weißt gar nicht mehr, ob er noch lebt. Nein, aber ich vermute es mal. Du vermutest es. Ja, der ist nur einen Tag älter als ich. Na gut, das heißt ja nichts. Gehen wir mal von aus, dass er noch lebt. Ja. Dein Mann, wie ist die Beziehung zurzeit zwischen dir und ihm? Wir haben überhaupt keinen Kontakt. Gar nichts mehr? Nein, überhaupt nicht. Er trinkt, er wird grob den Kindern gegenüber. Und. Ach, es gibt mehrere Kinder? Ja, ich habe insgesamt 4. Ja, die ihr dann zusammenbekommen habt? Nein, nur die zwei Jüngsten. Ach so, und dann gibt es den 14-Jährigen? Das und ist dann, der Jüngste. Und dann gibt es noch einen? Ja, die Tochter von 16. Und von wem ist die Tochter? Auch von meinem Mann.
Ach so. Wir waren damals kurzzeitig getrennt und ich bin dann nachher zu ihm zurück. Ach so, verstehe. Also es ist ja nur der Junge, der 14-jährige Junge ist nicht von ihm. Alles andere ist er der Vater. Mhm. Ja, genau. Hat er denn den Jungen in all den Jahren gut behandelt? Sehr gut. Und hat ihn auch angenommen als seinen eigenen, ja. Dann verstehe ich gar nicht richtig, warum er jetzt auch mit dem Jungen keinen Kontakt mehr haben will. Ich weiß nicht, die waren zusammen noch in Urlaub gefahren. Jetzt in diesem Jahr? Wo ich mich getrennt habe von ihm. Er sagt, ich nehme die Kinder trotzdem mit nach Griechenland. Ja, wann war das genau? In den Sommerferien. In diesem Jahr? Die ersten drei Wochen in den Sommerferien. So, und dann muss das da unten eskaliert sein. Er hat da eine Frau kennengelernt, die Frau hat meine Tochter abgelehnt. Dann haben die sich da rumgezankt und getan, ja. Mhm. Und er sagt, ich habe seine Frau kennengelernt, die macht die Kinder nicht und wir sind sowieso getrennt, was gehen mich die Kinder noch an. Ah, also er will nicht nur mit dem 14-Jährigen keinen Kontakt mehr haben, sondern mit seinen leiblichen Kindern auch nicht mehr. Nein, auch mit der Tochter nicht. Mhm. Und ich habe da ein Problem jetzt mit meiner Tochter, ist okay. Also sie sagt, ich haken ab, ich bin da alt genug für. Mhm. Sie ist selber schon Mutter. Aber mein Sohn, der hat da irgendwo Schwierigkeiten. Und ich selber aber auch. Mhm. Weil damals wollte er nicht, dass ich mit dem Jungen drüber rede. Ja. Und habe ich gesagt, ist okay. Ja. Dann wächst er so auf und jetzt ist der Junge im Alter, wo ich auch Angst habe irgendwo, dass er mir Vorwürfe deswegen macht. Nee, ich finde, er ist jetzt in einem Alter, wo man eigentlich ganz gut reden kann. Ja, ich habe ihn aber doch die ganzen Jahre im Glauben gelassen, das ist dein Vater. Ja, das kann man ja auch erklären, warum ihr das gemacht habt. Mhm. Ich meine, einem Fünfjährigen das zu sagen, ist wirklich, finde ich, sehr schwierig oder schwieriger, als vielleicht einem heranwachsenden oder Jugendlichen das zu sagen. Und vor allen Dingen, nachdem jetzt die Verhältnisse sich so entwickelt haben, wie sie halt nur gekommen sind, dass du mit ihm nicht mehr zusammen bist, dass er mit den Kindern keinen Kontakt mehr haben will und so weiter, finde ich, ist das doch auch ein guter Anlass, wenn auch ein trauriger Anlass, zu sagen, pass mal auf, ich muss ja etwas sagen, das ist damals so und so gelaufen. Wir wollten eigentlich dir gut, so war es ja auch, ne? Ja. Du wolltest dem Jungen ja auch gut. Ja. Ne? Aber offensichtlich ist es jetzt doch nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Und ich möchte dir wirklich die Wahrheit sagen, weil ich finde, dass du ein Recht drauf hast. Und ich finde, dass er ein Recht drauf hat. Ich finde schon. Wie stabil ist denn der Junge? Tja, wenn Thema Vater kommt, dann kriegt er Migräne, ne? Also er leidet sehr darunter. Mhm. Dass er sich nicht mehr darum kümmert, ne, dass er nicht sieht. Mhm. Also er ist zwar so, nach außen hin spielt er immer so unheimlich stark und cool, aber ist er an sich gar nicht. Ja. Vielleicht wäre es auch gut in dem Fall, um da keinen Fehler zu machen, dass du mal zu einem Jugendberater gehst, eine Jugendberatung gehst. Ja. Den Fall dort besprichst und dass er das vielleicht zu dritt macht, dass das in Anwesenheit eines Psychologen gemacht wird. Mhm. Ja, macht ja auch so. Seitdem es zu der Trennung kam in der Schule, ist er am Abstürzen und wird auch zunehmend aggressiver so, ne? Mhm. Also das heißt also, das wäre gar nicht so schlecht, wenn da noch ein Fachmann mit eingeschaltet würde. Mhm. Also ich finde, so perspektivisch, vielleicht nicht sofort, das müsste dann wirklich jemand beurteilen, der den Jungen gut kennengelernt hat. Ja. Perspektivisch finde ich auf jeden Fall, dass du es ihm sagen solltest. Du musst es ihm sagen. Er wird dir hinterher, was meinst du, was er dir hinterher vor Vorhaltung machen würde? Wenn er mal 18... Wird er mir eh machen. Ja, aber das finde ich jetzt alles noch nicht, ich finde es jetzt auch noch vertretbar von deiner Seite aus. Ich finde es auch nicht so schlimm, dass du es nicht gesagt hast. Mhm. Aber wenn du jetzt noch 5 Jahre wartest, dann kann man wirklich massive Vorwürfe machen. Ja, ich stelle mir immer nur vor, weil ich ihm gesagt habe, man kann über alles reden, man muss nur Vertrauen haben. Ich habe meine Kinder so erzogen, dass sie mir alles anvertrauen. Ja. Und ich habe mit denen auch über vieles gesprochen. So, und ausgerechnet da hat mich irgendwie der Mut verlassen jetzt. So, ne? Also, wenn man aber so einen guten Kontakt zu den Kindern hat, dass man so redet, dann kann man ja auch sagen, vielleicht habe ich einen großen Fehler gemacht. Hm. Das versteht er natürlich, das wird er auch verstehen. Auch eine Mutter ist nicht unfehlbar in den Entscheidungen. Nee, das wissen die. Ich gebe ja auch meine Fehler zu. So, siehst du. Also wenn die schon mal ankamen und sagen, so und so, Mama, das war nicht schön. Ja. Ich sage, ja gut, da habe ich Mist gebaut. Ja. Also habt ihr doch, höre ich, schon ein sehr inniges Verhältnis miteinander alle. Ja, sehr. Ja. Mhm. Dann gehört es auch dazu, dass man, vielleicht, wir stochen ja im Nebel, vielleicht reagiert er ja gar nicht so sauer auf dich. Aber ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Du hast ein bisschen Angst davor. Mhm. Ja. Ja. Aber dennoch, wenn du unsicher bist, hol dir erstmal fachkundigen Rat ein. Aber über kurz oder lang finde ich, dass du es ihm sagen solltest. Tja. Würde gerne auch noch die Meinung von Elke dazu
ziehen von meiner Psychologin. Ja. Dass sie ihre Sichtweise dir auch noch sagt. Das heißt, du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja, okay. Sollen wir es so machen, Maria? Ja, okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Schönen Gruß ans Team. Mach ich, danke schön. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Maria. Die ist aber 22 erst. Hallo. Hallo. Hallo Maria. Ja, was ist dein Thema? Über was reden wir? Ich habe Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen. Generell oder mit Männern? Generell, auch mit Frauen, Mädchen halt. Ja. Ja. Also lebst du ziemlich einsam? Ja, genau. Was machst du? Ich sitze zurzeit zu Hause rum nur eigentlich. Achso, tagsüber auch? Ja. Ja? Hast du keinen, also du hast keinen Job? Nein. Nein? Hast du was gelernt? Nein, auch noch nicht. Ich hatte lange Zeit Angst, mich zu bewerben. Ja. Und jetzt kann ich das. Ja. Aber weil ich halt bei den Bewerbungsgesprächen immer noch ziemlich schüchtern rüberkomme und so, ja, bekomme ich halt keine Stelle. Ja. Wie viele Bewerbungsgespräche hast du schon gemacht? Also 10 Stück oder so. 10 Stück. Da kriegt man ja allmählich seine Routine wahrscheinlich, ne? Und ja. Da bist du immer noch sehr aufgeregt. Also ich denke, ich bin eigentlich ganz ruhig. Ja, aber denen kommt das nicht so vor. Du wirkst, wie du sagst, zu schüchtern für die Leute. Ja. Was würdest du gerne machen? Ich würde gerne als Reiseverkehrskauffrau oder generell als Kauffrau halt arbeiten. Lebst du denn, du bist 22, habe ich gesagt, lebst du bei deinen Eltern noch? Ja. Ja. Und in dem Alter macht man ja eigentlich viel. Du machst gar nichts. Nein, gar nicht. Du sitzt immer zu Hause. Ja. Und das geht seit Jahren so. Ja. Kein Kino, keine Disco. Nein. Kein Essen gehen, kein Urlaub, gar nichts. Nein, nur ab und zu und wenn dann zu Verwandten. Wie kommt das, Maria? Das ist ungewöhnlich. Ja, also in der Schule wurde ich früher immer runtergemacht und so und das ist einfach hängen geblieben. Und er ist auch aus der Schulzeit keine Freundin, irgendwie geblieben, gar nichts. Nein. Wie lange bis zu welchem Alter bist du zur Schule gegangen? Bis 18. Das heißt, 3 Jahre geht das jetzt schon so, dass du ganz allein zu Hause bist? Ja. Guckst Fernsehen? Mhm. Was sagen deine Eltern dazu? Die sagen nichts. Tut denen das leid oder ist denen das letztendlich sogar ganz recht, dass das Mädchen immer zu Hause ist? Und ich weiß nicht, ich denke schon, dass denen das leid tut irgendwo. Aber du hast gerade gesagt, bist du eigentlich Einzelkind? Nein, ich habe noch einen Bruder. Und ist der genauso drauf oder geht der mehr so raus ins Leben? Der geht mehr so raus ins Leben. Der geht mehr raus, ja. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du in der Schule immer so nieder und runter gemacht worden bist. Mhm. Warum? Ich habe mal einen nicht abschreiben lassen. Und dann habe ich den wohl in seinem Ego gekränkt. Und damit hat es dann angefangen, dass er halt, zu den anderen gesagt hat, dass ich hässlich sei und dumm und sowas. Aha. Und das hat sich dann auf die anderen übertragen. Echt? Dann hat er so eine schlechte Stimmung gemacht? Ja. Dass da auch nicht ein einziger übrig blieb, mit dem du Kontakt aufbauen konntest? Also ein Jahr lang war ich ganz alleine in der Schule. Mhm. Und danach ging das. Aber das hat sich nur auf die Schule beschränkt dann halt. Was ist deine Sehnsucht? Dass ich halt wieder mehr unter Leute komme und Freunde habe. Halt das mache, was eigentlich normal ist in diesem Alter. Ich finde schon mal sehr mutig und sehr tapfer, dass du hier anrufst. Und ich merke auch, dass dir das nicht so ganz einfach und so leicht fällt. Aber du machst es. Du machst es und das ist das Entscheidende. Und du machst doch immer wieder deine Bewerbungsgespräche. Ich würde dich gerne ermutigen, dass du auf dem Weg weitergehst. Wenn das auch sehr schwierig und sehr, sehr quälend ist. Ja. Und wenn du noch 10 Bewerbungsgespräche machst, vielleicht beim 21. dann klappt es. Ich glaube, wenn man in sowas reingeraten ist, wie du reingeraten bist, schafft man es nur da rauszukommen, wenn man wirklich ganz tapfer, Millimeter für Millimeter nach vorne geht. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Die ganz schlimme Gefahr ist, dass man sich
gehen lässt, fallen lässt, dass man gar nichts mehr tut und sich dem Schicksal ergibt. Das tust du aber nicht, das merke ich schon. Ja. Und ganz toll wäre vielleicht auch, wenn sich beruflich irgendetwas ergeben würde, dass du auch von zu Hause wegkämst, um einen Neustart zu machen. Ja. Lebst du in einer kleinen Stadt? Es geht. Dann würde ich an der Stelle auch noch versuchen, vielleicht Kontakte zu knüpfen, indem du vielleicht dich irgendwo in einen Sportverein gehst oder irgendwo, wo einfach Leute sind, um Leute kennenzulernen. Oder mach einen Sprachkursus oder geh in die Volkshochschule irgendwo hin, um einfach in Kontakt zu kommen mit Menschen. Ja, also das habe ich auch alles schon gemacht. Hast du alles schon gemacht? Ja, aber so hat das auch nichts gemacht in dem Sinn. Weitermachen. Immer weitermachen. Irgendwann hast du es geschafft und dann wirst du denken, wow, das war hart, aber ich habe es geschafft und das ist gut so. Mhm. Ha? Ja. Also dazu möchte ich dich wirklich ermutigen und wünsche dir alles Gute und Liebe von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss, Maria. Tschüss. Georg, 40 Jahre alt, guten Morgen. Ja. Ganz kurz noch. Hallo? Ja, hallo. Ganz kurz noch, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber du bist noch da. Ja. Und was geht's bei dir? Bei mir geht es um Folgendes, um das Urteil in Karlsruhe, Kopftuch, Stichwort. Ah, da haben wir jetzt zu wenig Zeit für, das ist aber ärgerlich. Sag deine Meinung dazu, die kannst du noch sagen. Ja, also ich bin halt überhaupt nicht damit einverstanden. Mit dem Urteil? Nein, überhaupt nicht. Ja? Und zwar bin ich dafür, dass man auf jeden Fall die Trennung zwischen Staat und Kirche konsequent durchziehen sollte. Das ist genau meine Meinung auch. Und ich finde dieses Urteil ein sehr schwaches Urteil. Ja, und ich gehe da völlig d'accord mit der Ali Schwarzer, die in ein paar Talksendungen habe ich die gesehen und ja. ich kann ihren Unmut verstehen. Ja. Vor allem, ich muss ja sagen, ich bin kein Freund von Alice Schwarzer. Ja, bin ich auch nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe sie gestern im ZDF gesehen und habe einige Publikationen gelesen von ihr zu diesem Thema Kopftuchstreit und sage alle Achtung, Respekt vor ihrem mutigen Engagement. Dass sie zeigt. Ich bin völlig ihrer Meinung. Ich möchte auch in deutschen Schulen keine Frauen mit Kopftüchern sehen. Vor allem diese Ferishta Ludin, die kommt ja ursprünglich aus Afghanistan, ja? Wo im Prinzip das Kopftuch-Symbol der Unterdrückung der Frauen war. Aber hallo. Das kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Sie wurde völlig instrumentalisiert von einer bestimmten Gruppe. Ja? Die natürlich andere politische Ziele damit verfolgen wollen. Mhm. Ja, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht es delegiert an die Länder, damit die Herrschaften sich nicht die Finger schmutzig machen. Mhm. Und die Länder müssen entscheiden, ne? Die Länder, Parlamente müssen entscheiden, die Politik muss entscheiden. Ja. So, jetzt haben wir uns ganz kurz noch ausgetauscht, aber ist okay. Vielleicht können wir nächste Woche das Thema auch nochmal aufgreifen. Ja, sehr schön. Danke für deinen Anruf, Georg. Jo. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Team, bei Wolfram Spikowski, Uli Krapp, Jan Hölz, Gundel Blendin, Pamela Koppal, Corinna Mindermann, Jan Gref zu Baringdorf und Elke Büchter. Nächste Woche sind wir natürlich auch wieder hier. Montag, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich darauf. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage Tschüss, bye bye, bis nächste Woche.